Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge zu meinem Lego Star Wars Bunkermod. Vor ein paar Wochen dachte ich mir, ich könnte auf diesem Kanal doch mal einen Mod bauen und habe angefangen, dies digital zu bauen. Als ich damit fertig war, habe ich bei Bricklink eine Wanted List erstellt. In meinem ersten Haul-Video, das übrigens oben in der Infokarte verlinkt ist, habe ich neben den Häusern und Einzelteilen auch eine Grundfläche von 4 grünen Baseplates bekommen, wo ich das Star Wars Mock draufbauen werde. Als nächstes geht es um den Bunker. Ungefähr so groß, wie ich die Steine hier hinlege, soll der Bunker werden. Aber jetzt so im Nachhinein, wenn ich mir dann auch noch die genaue Filmszene dazu angeguckt habe, finde ich den Bunker schon sehr riesig. Ich denke, wenn ich mit dem Bau des Bunkers anfange, wird er kleiner werden. Was sagt ihr zur Größe des Bunkers? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Nächstes Thema, Bäume im Mock. Da habe ich viel recherchiert und habe schon meinen ersten kleinen Baum gebaut. Natürlich müssen die Bäume in diesem Mock auch noch viel größer werden und manche Stämme müssen natürlich auch dicker sein. Aber dieser Baum ist so der erste kleine Prototyp. Aber jetzt ist noch die Frage, wie viele Bäume sollen in dieses Mock rein? Ich denke, ich werde so 7 bis 10 Bäume in das Mock bauen. Wenn der Bunker vielleicht noch kleiner wird, könnten es auch noch mehr sein. Schreibt gerne auch eure Meinung unten in die Kommentare, wie viele Bäume sollen in dieses Mock rein. Außerdem war ich im Lego Store und habe da ein paar Teile mitgenommen. Der Haul dazu ist oben in der Infokarte verlinkt. Aber jetzt möchte ich auf die Teile genauer eingehen. Diese ganzen grünen Plates brauche ich für die Natur. Die Leaves und 1x3 Inverted Slopes brauche ich zum Bau von Bäumen. Die 2x6 Bricks sind auch schon die ersten Steine, die wir für den Bunker brauchen. Und mit diesen grünen Kleinteilen werde ich bestimmt auch noch was anstellen. Und das wäre es auch schon mit Folge 1 zum Bau von meinem Lego Star Wars Endor Bunker Mock. Falls ihr auch noch Ideen habt, welche Easter Eggs ich in dieses Mock einbauen kann, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. In der zweiten Folge vom Mock werden wir anfangen, die Natur zu bauen. Wenn ihr diese und weitere Folgen von meinem Lego Star Wars Bunker Mock oder allgemein Lego nicht verpassen wollt, könnt ihr diesen Kanal hier links gerne abonnieren und hier rechts könnt ihr euch ein anderes Video von mir anschauen. Ciao!